dann bei denen weiter jetzt? Also bei der Kalgruppe ist es so, wie gesagt, die haben 65 Hektar gekauft, 25 Hektar davon sind nutzbar, aber 10 Gehminuten weg von der S-Bahn. Das heißt eigentlich ein hochwertiges Gelände. Und ich schätze, die werden irgendwann die nächsten Jahre anklopfen und werden sagen, wir wollen was aus dem Gelände machen. Außer dem Rückbau können die ja jetzt im Moment gar nichts machen. Nein. Rennbahn, die bleibt in München, die Rennbahn. Ja. Und die machen jetzt nur den Rückbau. Aber ich sage Ihnen noch was, ich weiß es, um welchen Preis sie das Gelände gekauft haben. Wenn am Schluss die 25 Hektar nur eine mittlere Preisentwicklung haben, dann hat der Mut das größte Geschäft seines Lebens. Also man hat als Gemeinde Maisach kurzzeitig nachgedacht, das selber zu kaufen. Das wäre, sage ich mal, radikal Einschnitt gewesen von den Kosten her. Wo man Angst gehabt hat, weil natürlich hier herin noch sehr viele Altlasten sind. Und wenn du da Altlasten hast, die du letztendlich dann nicht beherrschst, das kann dich als Kommune, und du gehst dann mit dem Geld von den Steuerzahlern um, das kann dich ruinieren. Wenn das ein Freiwirtschaftler macht, ist dem sein Risiko. Aber du spekulierst ja dann halt hier mit Geldern von den Bürgern und das war der Grund, wo man gesagt hat, hier lassen wir die Finger weg. Das